Da sind wir wieder bei South Park Snow Day, mitten im dritten Kapitel. Und mal sehen, was uns als nächstes erwartet. Du hast es geschafft. Dougie hat dir das nicht zugetraut, aber ich habe an dich geglaubt. Also gut, geh jetzt Stan suchen und mach ihn fertig. Stan wird bereuen, dass er mich jemals herausgefordert hat. Ah! Alter, Achievement unlocked. Vergiss mich nicht. Da sind schon einige Upgrades dran. Geh durch das Kino und schleich dich zu Stan. Durchs Kino? Aber hier ist es nicht. Ich kann auch gerne über das Kino. Das ist eine Heilung. Meine Teammates kennen den Weg. Aha. Terrence und Philipp laufen im Kino. Ich hab's genau gesehen. Verdammt! Arbeiten wir uns voran! Mach sie fertig, Marshwalker! Stan hat sich lang gehalten, ne? Schon zweites Kapitel quasi mit ihm. Als den Gegenpart. So, das macht doch mehr Schaden jetzt. Die Stampfattacke. Außerdem Dolchstöße von hinten. Pass auf deinen Darm auf. Und wenn sie bluten. Macht das massiven Schaden. Das Überraschen schaffe ich nicht so ganz, weil die mir alle frontal entgegenkommen. Wenn du nicht mit einem scheiß Bogenschützen klarkommst, dann such dir einen Freund, der es kann. Nein! Oh nein! Ja, ich bin ja nicht allein, auch wenn ich zeitweise so tue. Was? Eieiei. Das räumt gut auf. Du wagst es? Oh, Mist. Wir haben die Sache aber relativ im Griff. Hätte ich behauptet. Wir müssen alle killen, sonst geht das Tor nicht auf. Vergiss mich nicht! Oh, verdammt! Hab ich Zeit, daheim pinkeln zu gehen? Jetzt ja. Wir haben's fast, Neuling. Wir sind so kurz davor, Stan in den Arsch zu treten. Oh, sind da auch Käsebällchen drin? So sieht's im Kino aus. Hier ist ja ganz schön was passiert. Funnybot in Bot on the Run. Asses on Fire 2 in 3D. Sie haben hier ihre Katapulte gelagert? Alter. Die haben gerade geguckt, es tut mir leid. Jetzt ist aber was los. Die Schlacht im Kino, Leute. Empfiehlt sich, ne, das erstmal zu tun. Da leiden einige bereits. Und dann blind draufklöppeln. Ja, und du kannst auch nicht entkommen. Kleiner. Wir haben die Türe. Bullshit! Was jetzt? Vor allen Dingen, ich habe auch Bullshit. Warum setze ich den nicht ein? Eine Meteoriten. Das war's für mich. Ja, wir haben Stan noch nicht. Und wir sind auch noch nicht in der Bredouille. Deswegen habe ich noch nicht die Notwendigkeit gesehen. Wenn es Richtung Bosskampf geht, kann ich meine Meteoriten immer noch einsetzen. Weil hier auch schon ein bisschen was los ist, ne? Die ganzen Fledermäuse sehen die einzeln? Es wirkt so. Erledige den Heiler.
Als ob ich in dem ganzen Getummel irgendwas erkennen kann. Ich erledige alles, was ich finde. Scheiße, das tut echt weh. Ich kann fliegen. So, und jetzt ist langsam ein bisschen... Ja. Darf ich das wiederholen? Die haben wir alle erledigt hier, oder? Im Großen und Ganzen. Noch Heilung für euch drin und für mich vor allen Dingen? Lass uns ein bisschen Film gucken. Können auch noch Käsebällchen drin sein. Da wird wieder scharf geschossen. Von da oben? Nee, von hier. Los geht's! Au! Gib auf! Sauber. Is this the way? That's the way. Aha, aha, I like it. Aber da kann man auch lang. Was ist das? Ist da ein Secret? Henrietta ist hier. Die wird uns wohl auch wieder eine Karte geben. Die für uns nicht von Nachteil sein dürfte. Wehe, ich bin umsonst hier draußen. Also, Misty. Fülle alle null verbrauchten Bullshit. Ja. Opfere Dolch in Rücken für 60 dunkle Materie. Dunkle Materie immer gut. Ein Opfer für die Dunkelheit. Schön. Machen wir das. Für den Skilltree. Also Henriettas Mission, ne? Kann man machen. Sind super stumpf. Geben aber gut Sachen zum Grinden und zum Leveln. Ich würde die tatsächlich, also die anderen auf der Oberwelt, ne? Ich würde die tatsächlich erstmal ein bisschen links liegen lassen. Mal gucken, wie das so läuft. Weil wenn die nur more of the same sind... Wir müssen durch das Eis ballern, um zu Stan zu gelangen. Finde Kanonenkugeln. Stan hat Kanonen in den Mauern. Vorsichtig! Finde Kanonenkugeln. Vorhin hatten wir eine. Hier ist auch eine. Wohin damit? Erstmal, ich versuche es zum Ziel zu bringen, ne? Oh Gott, und was jetzt? Wow, guter Schuss! Noch ein paar mehr und das war's! Gut, wenigstens ist es eindeutig. Das ist immer ganz wichtig. Wenn man sowas macht. Zeig doch, was du willst. Ne? Auf dem LKW wäre auch noch eine drauf. Und unter dem Eis. Okay. Noch ein Treffer und die Barriere ist Geschichte. Das ist auch sehr schöne Bewegungssteuerung, wo sie wirklich sinnvoll ist. Es ist noch nicht vorbei, Cartman. Marshwalker, zu mir. Ha, der Spielplatz gehört so gut wie uns. Das war eine explosive Schlacht? Ein weiteres Upgrade vor dem Bosskampf? Alter, Bosskampf incoming. Siehst du etwas, das dir gefällt? Blutende Gegner, wirst du angepisster. Ne, das benutze ich ja kaum. Fliegende Dolche, Dolchsturz, hartnäckige Winde, Furzflucht. Das benutze ich und das sollte ich auch nehmen. Upgrade, hier ist es. Den hatte ich auch schon im Blick. Ein bisschen mehr Furzen jetzt, wenn es um die Massen geht. Weil ich natürlich nicht weiß, ob er jetzt wieder einzeln gegen ihn antritt, wie es mit Kyle und Kenny der Fall war. Interessant, wir haben die eigentlich alle schon besiegt, Cartmans Hauptcharakterkumpels. Hier komme ich. Hey Neuling, du bist tot. Ha! 16 Schaden. 16 Schaden? Was zur Hölle? Da die Kraftprobe bestanden wurde, ist deine +10-Axt jetzt größtenteils nutzlos. Moment mal, der Neuling hat jetzt auch die geheime Kraft? Dann bin ich also nicht mehr total OP? Och, heißt das, Cartman gewinnt?
Nicht so ganz. Nimm doch die Klasse 10 Kampfbasis, die du gebaut hast. Du hast verdammt noch mal einen Drachen. Oh ja, stimmt. Okay, Neulinge, jetzt sterbt ihr. Ein Drachen? Wie bitte? Stan versteckt sich also auf seinem Drachen? Wir müssen ihn runterholen. Eine Kanone, aber wo ist sie? Da. Verstehe. Versuch nur aus der Sache rauszukommen. Seine Kanonenkugeln können auch in deine Kanonen geladen werden. Komm ich da hoch? Ah, Spieler 1, spring in den tiefen Schnee, um die Flammen zu ersticken, Kumpel. Verdammt, ich bin blind. Weiß nicht, wie ich da hochkomme. Ich kann ja nicht springen mit der Kanonenkugel in der Hand. Ich sag das mal dazu. Hier. Du verlierst, Neuling. Tausende Flamme. Das hat ja nicht so viel Effekt gehabt. Friss das. Muss ich auf irgendwas Spezielles zielen? Ich geh mal von aus. Scheiß drauf. Ja, du hast ihn erwischt. Schieß weiter Kanonenkugeln auf ihn, Neuling. Du echt, du kannst gewinnen? Schau dich mal um, schau, was ich gebaut habe. Drachenatem! Guck mal, das ist auch eine Kanone. Aber da weiß ich auch wieder nicht, wie ich hinkomme. So. Ja, es ist Krieg, ne? Es ist nichts anderes als Krieg. Volle Deckung! Wunderschön! Ja, Volltreffer! Gib ihm eine Kostprobe seiner eigenen Medizin! Das erste Mal. Und dann stelle ich die Regeln auf. Rosentiefer Schnee. Super, Spieler 1. Schnee löscht Feuer. Und das schmeckt auch gut. Schnee schmeckt gut. Kommt drauf an, wer zuvor schon reingepieselt hat. Also. Was? Wobei, als Kind hat jeder mal ein bisschen Schnee gegessen, oder? Du bist mir nicht gewachsen. Also diesen pinken Kreis habe ich in der ersten Runde noch nicht gesehen. Die Quest beendet. Dunkle Materie benutzt. Vielleicht war das zu wenig. Okay, er ist wieder stärker. Ich brauche hier ein paar Heiler. Koste meine Axt. Diese Axt zerlegt dich. Mit meiner Axt kann ich nicht verlieren. Finde, führt meine Hand. Au! Bin wieder alleine und so stark? Alter, ich brauch Hilfe, ich sterbe. Ich muss weg von ihm. Hallo! Oh Gott. Kumpel ist auch gestorben. Spieler 1, geht's wieder? Ja, aber was macht der andere? Die Frage ist, kann ich trotzdem mit der Kanone was erreichen? Er kommt natürlich zu mir. Ja, sieht nicht so aus, ne? Brauchen Kleriker. Ey, lass es mal weg. Also die Bosse haben es in sich. Wiederbeleben ist wichtig. Die haben ja dann auch wieder Full Heal. Was ich fast schon ein bisschen OP finde. Ich werde dich besiegen für die Ehre aller Marshwalker. Oh, erwischt. Marshwalker. Aber zwei auf einmal ist ein bisschen unangenehm, glaube ich. Das ist, denke ich mal, schlecht. Du entkommst meiner Axt nicht. Gib einfach auf, nur. Verdammt! Den weichst du nicht aus! Wirbelwindschlag! Au! Ich mach nur meine Arbeit! Bleib im Kreis! Mich nicht! Ich lass es nicht zu! Ha! Kein Entkommen! Out! Er ist schon ziemlich mächtig! Koste meine Axt! Ja! Ich drück einfach weiter dabei. Axt kann ich nicht verlieren. Die müssen mich gleich heilen. Besser weg. Du bist so
hast du ja. Tja, jetzt bin ich dran mit dem Sterben. Ich blute. Kannst ja trotzdem mal probieren irgendwie. Spieler 1, du benutzt diese Furzflucht ziemlich oft. Pass auf deinen Darm auf. Mit meiner Ist die Heilung drin? Spieler 1, fast hätten sie dich erwischt. Dann geht das nicht kaputt. Die haben mich gerade aus den Augen verloren, oder? Kann das sein? Wir brauchen hier ein paar Heiler. Oh, du besiegst mich nicht. Ich glaube, das war nichts. Da bist du ja. Verdammt, Alter. Den weichst du nicht aus. Ach du Scheiße, alle sind tot. Das heißt auch, die verlassen sich auf mich. Das heißt auch, die Gegner werden voll auf mich gehen. Brenzlige Situation. Jetzt hab ich dich. Okay. Wir konnten es halbwegs lösen. Er ist da hinten. Axtschlag! Stan? Stan! Hey, Stan! Stan, zum Glück geht's dir gut. Du weißt nicht, was draußen abgeht. Alle drehen komplett durch und kämpfen um Klopapier. Aber ich habe überall diese Schatztruhen gefunden, die damit gefüllt sind. Die Leute lassen sie einfach an versteckten, aber leicht auffindbaren Orten liegen. Ist das zu glauben? Ich habe außerdem Stotch verprügelt und sein Toilettenpapier genommen. Wir werden reich sein! Dad, nicht jetzt. Ich muss meine Feinde besiegen. Feinde? Warte, wenn du verlierst, kriegen sie dann unser Toilettenpapier? Vermutlich. Ja, das sind die Regeln. Oh, scheiße. Nein, sie dürfen es nicht bekommen. Kann ein Stufe 5 Dad-Krieger mitten in der Belagerung einer Klasse 10-Basis beitreten? Ich würde sagen, klar. Was? Du entkommst. Meine Axt erledigt das. Soll das heißen, Randy hilft ihm jetzt? Das macht's nicht leichter. Mann, diese Kinder sind unerbittlich, was? Stan, du musst dein Leben für das Klopapier opfern. Ich werde von deinem Mut erzählen. Jetzt, mein Sohn, kämpfe bis zuletzt. Kämpfe um die 64er Packung extra weiches Klopapier. Vierlagig. Einfach auf, Neuling. Du bist erwischt. Das funktioniert nicht. Jawohl, Sohn. Oh, shit. Das ist Marshwalker-Gerechtigkeit. Ja, mach die Scheiße fertig. Out, mit meiner Axt kann ich nicht verlieren. Au! Nimm das! Tu ich den selbst noch wiederbeleben? Nein, die müssen es für mich tun. Stufe 10, Axtwurf! Okay, alle sind wieder am Leben gewesen. Ach du Scheiße. Aua, verdammt! Boah, was ist das? Heilige Dad, Scheiße, das nicht ist an. Geil! Dad, du machst es kaputt! Ja! Da. Wir haben auf leicht gestellt, by the way, ne? Au, scheiße! Oh, heiß! Du bist tot! Yeah! Marshwalker! Fuck yeah! Spieler 1, alles wieder gut? Ihr bekommt das Klopapier. Wir haben jetzt aber gut Schaden gemacht. Klappe, Dad! Mit meiner Axt kann ich nicht verlieren. Dem weichst du nicht aus. Ja, das kann Aber das ist ein gutes Mittel gegen Stan. Bisschen auf Distanz gehen. Das ist mein Kampf. Nicht mit dem Dolch. Koste meine Axt. Die Hälfte seit Randy da ist, ist gefühlt leichter als die erste Hälfte. Ich werde dich zerfetzen. Da geht er down. Puh. Bitte macht bis denn, was ihr wollt. Aber lasst das Klopapier. Ich wäre reich geworden. Ah, Starch! Oh Gott. Mir ging ordentlich die Muffe, ne? Ich dachte schon, ja, scheiße, das klappt nicht, ne? Als sie alle tot waren und so. Aber hier gibt's dunkle Materie. Ein bisschen nach dem Loot gucken. Bestimmt hätte man trotzdem irgendwie die Kanone noch nutzen können, aber ich kam nicht in eine gute Ausgangsposition, das auszutesten.
Menschenskind, Spieler 1. Du hast einen Haufen dunkle Materie mitgenommen. Gib mir 5, Kumpel. 5 dunkle Materie oder was? Verstehst du? Aber ja, da werden wir nochmal in den Skilltree reingehen damit. Ja, das war bislang das beste Kapitel, fand ich. Irgendwie schon. Nicht groß viel besser. Stan, es ist vorbei. Du musst zugehen. Hab ich nicht. Doch, hast du, Stan. Warum spielst du nach deinen eigenen Regeln? Weil meine Regeln tatsächlich funktionieren. So wie ihr das macht, ergibt das keinen Sinn. Ihr könnt nicht mal Power-Ups den Fähigkeiten zuordnen. Und deshalb bist du jetzt ein totaler Wichser? Oh, ich bin ein Wichser, weil ich meine Überzeugung vertrete. Upgrades sollte es nicht auf jeder Stufe geben, das verwirrt. Wir haben dich besiegt, Stan. Deshalb musst du laut Regeln unseren Regeln folgen. Ja, also beende bitte diesen Winterzauber, bevor du noch mehr Menschen verletzt. Wovon redest du da? Komm schon, Stan. Dieser Schneesturm ist nicht natürlich. Jemand hat Magie benutzt. Glaubst du echt, ich löse absichtlich einen Sturm aus, der Leute umbringt und die ganze Stadt lahmlegt? So wie du dich verhalten hast, ja. Warum machst du dir alle zum Feind und bist so aggressiv? Ich weiß es nicht, okay? Ich weiß nicht. Ich schätze, seit Mr. Henke mir dieses dunkle Materiezeug gegeben hat, fühle ich mich anders und... Was sagst du? Mit dem dunklen Materiezeug für meine Axt habe ich mich so stark gefühlt, ich dachte, ich könnte... Mr. Henke? Der Weihnachtskot? Ja. Oh mein Gott. Das könnte es sein. Was könnte es sein? Wisst ihr es nicht mehr? Mr. Henke wurde aus der Stadt verbannt. Von der ganzen Stadt. Alle waren gegen ihn. Mr. Henke war ständig high und hat Dinge getwittert. Ach komm, das war doch nur ein Witz! Mr. Henke, stopp! Und schließlich hat ihn die ganze Stadt gecancelt. Seitdem hat man nichts mehr von ihm gehört. Wenn jemand dieser Stadt schaden will, dann ist das er. Wie konntest du Mr. Henkes dunkle Gaben annehmen und nicht sagen, Stan? Was soll das? Tut mir leid, Leute. Ich schätze, wir werden Mr. Henke aufhalten müssen. Bei Sarons Eiern, wir zerstören seine dunklen Kräfte. Und dann stoppen wir diesen schrecklichen Sturm. Und die Geschäfte können endlich wieder öffnen. Ja. Dann kämpft niemand mehr um Klopapier und alle gehen zur Arbeit. Genau. Ja, und dann können wir alle wieder zurück zur Schule. Genau, wir können alle wieder zurück zur Schule. Zurück! Wir haben nichts mehr. Nur, es ist nichts mehr da. Ich glaube nicht, dass das gut ausgeht, Ned. Sag bloß. Entschuldigung. Will jemand heißen Kakao? Leckerer Gratis-Kakao. Das beste heiße Wintergetränk. Ich weiß, ihr seid müde, hungrig und friert. Wie wäre es mit etwas für die Nacht? Pfarrer Maxi, heißen Kakao gefällig? Sicher. Ich schätze, ich kann ein bisschen heißen Kakao trinken vor dem Weltuntergang. Es ist so kalt, ich nehme einen heißen Kakao. Ja, ich nehme auch einen. Sind da Marshmallows drin? Ich werde nie wieder zur Schule gehen. Und das musst du auch nicht, Eric. Cool. Nur her mit der dunklen Materie. Wie bitte? Miss Henke ist nicht nur verantwortlich. Also es war mir schon klar, wie das eingeblendet wurde mit Cartman, dass das gar keinen Bock drauf hat, wieder, dass alles normal wird und er zur Schule gehen muss. Du hast viel dunkle Materie. So viel ungenutztes Potenzial. Was würde dich an diesem schönen Tag interessieren? Okay, ja, was für eine Brille oder was für nehmen wir denn mal? Sieht doch passend aus für einfach, den... Was dich anspricht. Ich nehme die Pixelbrille. Wir danken für diesen Kauf. Ein bisschen Veränderung wäre auch nicht schlecht. Ich kann das Sackhinnen nicht benutzen. Ich kann es einfach nicht. Sieht aus wie ein Baum. Nimm halt den Narbe. So. Das sieht gefährlich aus. Das hast du toll gemacht, Tweak. So, und obwohl er unser Boss ist, kann ich jetzt bei ihm upgraden? Du brauchst dunkle Materie. Ich wollte unbedingt hier hin. Startest mit mehr Gesundheit. 90. Das kostet nochmal 90. Ja, ich will das. Ja, das gefällt dir nicht, wahr? Gut, lass die dunkle Materie einfach fließen. Wir brauchen noch mehr. Nimm die dunkle Materie weiter auf. Dann wirst du mächtiger, als du es dir vorstellen kannst. Die Stimme ist voll anstrengend. Mr. Henke, spricht da auch jemand? Ja, es geht wirklich ab. Wann habt ihr Japanisch gelernt? Wisst ihr, wer Mr. Henke ist? Ich glaube, wenn ich mich nicht vertue... Achso. Du, mit mir sprichst?
Nee, Klaus-Peter damit war Tauli, ne? Also Tyrion Lannister und Knuckles ist das Handtuch. Aber spricht auch so ähnlich. Tauli war doch jemand anderes. Na gut, Freunde. Kapitel 4 startet im nächsten Part. Und nur die Ruhe, ne? In aller Herrgottsruhe. Aber wer wird dann der Gegner sein? Also Cartman ist jetzt ein kleiner Imposter oder was, ne? Wenn wir jetzt versuchen, gegen Mr. Hanky vorzugehen, wird Cartman sich... Ja, der ist ein kleiner Spitzel, ne? Der ist ein kleiner... Mal sehen, wie es wird. Okay. Dann bis zum nächsten Part, Freunde. Reißt euren Daumen aus und gebt ihn mir. Bis dann und ciao.